Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom 3. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Delta Labor 2A. Was zur Hölle? Endlich wieder Energie. Nicht gut. Hat zwei nicht. Audiolog des medizinischen Beraters Peter Raleigh, 29. Oktober, 21:45. Wir haben alle bekannten Formen medikamentöser Behandlung ausgeschöpft, um diesen seltsamen Ausbruch von Demenz irgendwie aufzuhalten. Und ich warte noch auf Daten von den Psychiatern auf der Erde. Uns gehen die Optionen aus. Etwa 80% aller Teilnehmer an außerplanetaren Expeditionen lassen innerhalb von 48 Stunden nach ihrer Rückkehr Anzeichen einer leichten Neurose erkennen. Innerhalb von 72 Stunden weisen 75% der Patienten extreme Anzeichen paranoider Wahnvorstellungen und Gewalttätigkeit auf. Wir haben diese Fälle isoliert, in der Hoffnung, das Pathogen zu finden. Bislang haben wir keine biologischen Verunreinigungen finden können, die derart drastische Veränderungen in den kognitiven Prozessen bewirken würden. Was auch immer das Pathogen ist,
Es greift offenbar höhere Hirnfunktionen an und lässt primitivere Funktionen im unteren Hirnstamm intakt. Ein hoher Prozentsatz der Subjekte verliert die Fähigkeit zu rationalem Denken und zwischenmenschlicher Kommunikation. Und dann treten die körperlichen Veränderungen auf. Die Subjekte in dieser Gruppe scheinen dahin zu schwinden. Die Haut wird bleich, die Muskeln schlaff. Knochen, Zähne und Fingernägel werden fast durchsichtig. Sie werden zu Adern durchzogenen, sehnigen Versionen ihrer selbst. So etwas ist mir in meiner ganzen Laufbahn noch nie begegnet. Wir beobachten die Situation weiter. Wo muss es im letzten stehen? Audiolog des medizinischen Beraters Peter Rawley, 1. November 2145. Heute um 15.43 Uhr verstarb Patient 0432, Private Steve Jensen von der UAC Panzertruppendivision Darklight, an einer selbst zugefügten Schusswunde. Der Vorfall ereignete sich etwa 110 Stunden nach seiner Rückkehr von einer Expeditionsmission. Private Jensen litt an paranoiden Wahnvorstellungen und ausgeprägter Demenz. Die Behandlung war nicht erfolgreich. Er war das letzte überlebende Mitglied seiner Gruppe. Vier weitere Mitglieder seines Trupps, die mit Private Jensen zurückgekehrt waren, verstarben kurze Zeit später an Verletzungen, die sie bei dieser letzten Mission erlitten hatten. Vor Private Jensens Tod wurde beobachtet, dass er sowohl in seiner Muttersprache als auch in einer völlig fremden Sprache brüllte, von Dämonenhorden, die unsere Seelen fressen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der anderen Sprache um Aramäisch. Aus Sorge um die Sicherheit in dem Bereich habe ich in meinem Büro ein wenig Ausrüstung hinterlegt. Ja, und? Habe ich einfach so sehr verlesen? Da steht nichts drin. Klasse, ist mir auch egal. Kommst du voran, Marine? Dein Weg ist sinnlos. Du stirbst und deine Seele gehört mir. Nein. Meine Seele gehört mir. Wow. Sie sind keiner von ihnen? Ich dachte, alle wären weg. Ich war dabei. Ich half ihm. Wir waren so verrückt, das Portal zu einer anderen Dimension zu öffnen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben das Böse hereingelassen. Der Schutzstabilisator am Portal fiel aus, als Betrüger das Gerät an sich nahm. Ein Artefakt aus den Ruinen. Er nahm es mit ins Portal und brachte die Hölle hierher. Sie müssen mir erst helfen. Ich versuche, die Teleporter wieder in Gang zu bringen. Um uns herum ist alles zerstört. Wir können also nur auf diese Weise rauskommen. Ich brauche einen funktionierenden Plasma-Induktor. Damit bringe ich den Teleporter wieder zum Laufen. Suchen Sie in den Betriebsräumen. Ich habe Sicherheitsfreigabe. Ich kann Ihnen die Türen öffnen. So.
Die Zeit drängt. Beeilen Sie sich. Ich möchte die Videodisk haben. Ja, ja. Siehst du nicht? Gut, dann gehe ich eben da rein. Auch wenn ich irgendwie glaube... Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung abgeschlossen. Einen schönen Tag. Versuchen wir es. Nee, das sterbe ich. Aber zum Glück habe ich gespeichert. So, wieder rein. Also kommen wir hier nicht weiter. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Ich schon wieder. Noch gerade erst hier weggegangen. Dekontaminierung abgeschlossen. Einen schönen Tag. Irgendwann bin ich so keimfrei, dass du selbst meine Blutzellen hier noch hast. Wo lang könnte das denn gehen? Hier lang geht's auch nicht. Verdammt! Ich wette, wenn wir dich das nächste Mal sehen, ist tot. Wieder. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung. Geschlossen. Habe ich keine einen schönen Tag. Klöpperchen mehr im Körper. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung abgeschlossen. Ja, einen schönen Tag. Mittlerweile müsste ich so sauber sein. Was? Ich hänge irgendwie fest. Was ist das? Nein, wieder. Boah, meine Güte, was ist da los?
Warnung! Halon-Systeme aktiviert. Zugang verweigert. Das ist nicht gut. Gehen wir erst hier lang. Medizinischer Bericht 16-8 vom 2. November 2021. Ausgeprägter Demenz. Die Behandlung blieb erfolglos. Erste psychiatrische Befragungen wiesen nur auf eine leichte Psychose hin. Sprache, motorische Fähigkeiten und Denkprozesse blieben innerhalb normaler Parameter. Das einzige Symptom war Paranoia. Siehe auch Befragung E8A, Private Stephen Jensen, 18. Oktober 2145. UAC-Psychologe Dr. Hooper befragt Steve Jensen, männlich, 27 Jahre. Steve, können Sie mir bitte von den letzten paar Wochen erzählen? Ich will nicht reden. Ich will Ihnen nur helfen, Steve. Ich habe versucht, drüber zu sprechen. Sie halten mich für verrückt. Und Sie auch. Die, Ihre Kollegen, sind keine Ärzte. Lassen Sie sich von mir helfen. Helfen? Nichts kann uns helfen. Frühere Sitzungen über 72 Stunden zeigten eine rapide Verschlechterung der körperlichen wie der geistigen. Haha, die haben einen gefangen genommen. Sehr schön. Seltsamen Schädel, das ist Nummer 7. Da ist auch was drin. Ich kann aber nicht in die oberen gucken. Schade. Okay, dann gucken wir uns das mal.
früher mal ein PDA. Hier ist der Kerl M. Abrams. Mal gucken. Abrams, sehr schön. E-Mail. Drei ersetzt, sehr schön. Sicherheitsprotokoll Nummer 3072 von Delta-Sicherheitschef Michael Abrams, 15. November 2145. Ich komme gerade aus der Rüstungsabteilung, wo ich eine der neuen BFGs aus der 9000er-Serie erhalten habe. Es ist wirklich wahr, dass sie viel leichter ist als die Prototypen. Die lässt sich ganz gut tragen. Wie dem auch sei, seit einigen Wochen erstellen viele Sicherheitsteams keine vorschriftsgemäßen Berichte. Eventuell liegt es am Format des neuen SIR. Nun ja... Ich werde dafür sorgen, dass jedes Team von der Schulungsabteilung in die neuen Berichte eingewiesen wird. Im Alpha-Labor gab es ein paar Sicherheitsprobleme und keiner reagiert auf meine Mitteilung. Ich habe ein Untersuchungsteam rübergeschickt, das ich jetzt auch nicht mehr über Funk erreichen kann. Ich muss wohl selber rüber. Gut, ich gehe jetzt los. Ich beende diesen Sicherheitsbericht, wenn ich wieder da bin. Ach, eine Sache noch. Ich schließe diese BFG vorerst in meinem Büro ein. Die IT-Sicherheit soll den Türcode in 901 ändern. Damit niemand damit rumspielt. Chief Abrams, Ende des Eintrags. Na, endlich. Na, endlich. Oh. Eine Waffe für spezielle Gegner später. Gegen normale Gegner muss ich nicht einsetzen. Verschwendung. Alarmsysteme deaktiviert. So, damit haben wir die BFG. Aha. 972, gut, zu bemerken. Ist ja gleich hier. 972. BFG-Channel. Wieder zwischenspeichern. Oh. Oh, Audiolog von Phil Wilson,
Medizinischer Assistent, Delta Labor, 20. Oktober 2145. Heute habe ich den dritten Teleporter-Test in 3 Wochen seit meiner Ankunft hier beobachtet. Es wird immer schwerer, Freiwillige zu finden. Kein Wunder. Bei der Rückkehr schreien alle irre von Dämonen, Blutlachen, als kämen sie direkt aus dem Fegefeuer. Erst habe ich nicht darauf geachtet und weiter meine Arbeit getan, aber der letzte war Robert Clayton. Den habe ich an meinem ersten Tag hier kennengelernt, einer von diesen wirklich eisenharten Typen. Dem dann Beruhigungsmittel verpassen zu müssen und seinen sabbernden Körper in den Isolationsraum zu schleppen, hat mich fertig gemacht. Ich werde so bald wie möglich meine Versetzung beantragen. Ich kümmere mich um den Rest. Ich komme nicht mit. Viel Glück. Bevor Sie gehen, möchte ich Ihnen etwas geben. Das ist ein Protokoll der Experimente. Diese Dinge. Es steht alles da drin. Es erklärt alles. Bringen Sie es jemandem, damit so etwas nie wieder passiert. Sehr schön, danke. Jetzt hier schnell raus. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung abgeschlossen. Einen schönen Tag. Systeme aktiviert. Teleportation beginnt in T-3, 2, 1. Gott sei Dank, das letzte war ja schon lang genug. So, das war's dann aber erstmal. Dann bis zum nächsten Mal. Für Let's Play 2 und 3.